Hi Leute, Forte hier. Willkommen zu einem neuen Overwatch auf Mirage. Wir haben hier den Suspect in Runde 2. Die erste Runde hatten die Terrors gewonnen. Mit einer USWS Torque pusht er hier Short. Da ist sein... Er aimt ihn überhaupt nicht ab, also... Moment. So. Also er hat ihn überhaupt nicht abgeaimt. Und er hat auch jetzt keinen Headshot gemacht, also sprich... Momentan saß es jetzt irgendwie, ich habe den Frack an sich jetzt verdeckt gehabt, aber da sah jetzt irgendwie nach nichts aus, also nichts Besonderem. Er guckte auch Jungle ab. Zwar Headshot, aber auch reingesprayt, also sieht im Moment recht human aus. Also ich würde auch sagen, so vom Movement her, so wie er gerade auch so Jungle abgeaimt hat, also sah jetzt irgendwie nicht so danach aus. Oh, jetzt kommt hier die SCAR 20 Bloodsport zum Einsatz. Es sah jetzt nicht danach aus, dass das irgendwie hoher Rang ist oder so. Ich meine, nö, ich flame nicht, ich sag nicht, dass es ein Kacknoob ist oder sonst irgendwas, sondern es sieht mir einfach nicht nach einem besonders hohen Rang aus. Vielleicht irgendwo Silber oder Goldnova oder so. Also ich denke mal maximal Goldnova. Aber ja, gut. Kann natürlich auch irgendwas anderes sein. Vielleicht hat er einfach ein Lenkrad und jetzt geht er hier richtig steil mit seiner SCAR 20. Aber keine Spur von irgendwelchen Hacks. Er hält einfach rein und die Gegner laufen auch einzeln rein meistens, ohne zu flashen oder irgendwas. Also kein Ding. Also das ist alles völlig ganz natürlich, wie, was ihr da macht. Sollte ich auch mal machen. Also tatsächlich müsste ich auch mal häufiger Autotacker spielen. Auch wenn die häufiger mal so geflamed wird. So, das ist halt so ähnlich wie P90, ja. Also ich flame auch, wenn ich sehe, irgendjemand läuft da mit P90 durch, ist halt... Naja, das gehört nicht viel dazu eigentlich. Also meistens läuft da einfach der Gegner mit der P90 oder was auch immer einfach rein, ohne Aim, ohne irgendwas, einfach reinhalten und alles fällt um, was im Weg steht. Das kann natürlich jeder machen, also das hat er jetzt auch nicht gecheckt, dass das ein eigener Mitspieler war, der hat ihn auch versucht zu erschießen oder anzuschießen. Ja, und jetzt kommt halt der nächste oder beziehungsweise der letzte verbleibende Terror. Er zieht auch hinterher sozusagen, also völlig, ich kann mir zwar denken, warum er reportet wurde, das war vorhin die Aktion auf den Stairs, wo er irgendwie drei oder vier Leute irgendwie, na vier waren es nicht, aber ich glaube, drei Leute hatte da umgebrezelt. Ja. Also deswegen wurde er reportet, weil er einfach ein paar viele Fracks gemacht hat in der vorletzten Runde oder sowas. Also 11.02. Aber also das, allein daran sieht man schon, dass das kein besonders hoher Rang ist. Die aimen halt direkt wieder Window an, beziehungsweise ab. Und er kommt hier aber Connector raus mit seiner Autotacker, mit seiner SCAR-20. Also tatsächlich müsste man das häufiger spielen, also wenn man genug Kohle hat, halt sich statt AWP einfach mal die SCAR 20 kaufen. Ist eigentlich eine recht wirkungsvolle Waffe. Und kann natürlich auch ziemlich die Gegner abfacken, also keine Ahnung. Aber ja, gehört dazu, ist halt eine Waffe wie jede andere. Und ich glaube, die ist sogar noch teurer als eine AWP, ne? Ich glaube 5000... Irgendwas, 100, 200 oder so. Auch da, also der aimt halt hier zwar short up, aber dann kommt sein eigener Mate raus und er versucht ihn abzuknallen. Also er cheatet hier überhaupt nicht. Er wurde halt einfach aus purer Madness reported von den Terrors, weil er halt hier mit der SCAR 20 reinbrezelt. Ist auch gewissermaßen amüsant, aber sowas kommt halt auch in CSGO vor. Übrigens, ich bin halt immer noch der Meinung, dass das bestimmt irgendwie ein Goldnova ist oder so. Beziehungsweise der Bereich insgesamt ist jetzt auch kein besonders hoher. Ist ja auch nicht schlimm. Oh, jetzt macht er eine... Oder das war vielleicht der Grund. Er hat einen Teamkill begangen und wurde halt für Griefing reported. Wobei der Typ... Er hat reingetrollt oder er hat... es einfach nicht gesehen, hat sich vertan. Also kann passieren auf dem Low Rank. Ich meine, das hat passiert auch mir ab und zu, dass ich irgendwo irgendwie reinschieße oder nade und einen eigenen Mitspieler irgendwie treffe.
Oder der einfach reinläuft. Kann auch passieren. Aber ja, in dem Fall war das halt einfach maximal vielleicht Griefing, aber eigentlich werde ich ihm das jetzt nicht drücken. Also der Spiel versucht ja schon, seinem Team hier zu helfen und möglichst die CT bzw. die Gene einfach. Die Gene können damit nicht umgehen, anstatt ihn wegzusmoken oder so. Die gehen auch nicht mehr Mitte, weil er ist ja eigentlich die ganze Zeit Mitte gespielt, also man hat die ganze Zeit Mitte gespielt. Tja. Man hätte ja, also er hätte ja jetzt lieber eigentlich mein Mirage mit Tutorial geguckt. Dann, beziehungsweise die Gegner hätten das gucken müssen. Aber scheinbar haben sie es nicht. Schade. Aber ihr habt es natürlich gesehen, denke ich mal. Naja, auf jeden Fall, also die Catwalk Smoke plus danach die Döner Smoke, ne? Dann hat er eigentlich fast keine Chance. Und natürlich mit Support Flashes und so weiter. Aber das ist ja hier kein Tutorial oder so. Es ist ja auch gerade ultra spät. Es ist Samstagnacht, 1 Uhr, 7. Aber ich habe gedacht, ja, ich nehme einfach mal stumpf einen Overwatch auf. Und es, ja, es ist mal wieder halt so, dass ich der Meinung bin, dass er nicht reincheatet. Ich muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, wenn ich mich einmal festgelegt habe und quasi schon abschalte im Kopf, dass ich dann einfach nur reinquatsche. Und nicht, dass er irgendwie auf einmal doch anfängt reinzucheaten oder so. Da also muss man schon ein bisschen aufpassen, aber eigentlich denke ich nicht. Er macht halt irgendwie auch immer dasselbe und. Und auch die Gegner, die machen immer dasselbe. Also das ist halt ultra low rank. Ich glaube, das ist maximal Gold Nova oder so. Vielleicht sogar einfach nur Silber. Kann auch sein. Jetzt ist das, glaube ich, die vorletzte Runde oder so. Und der hat halt hier insgesamt zwei Tode. Also er ist zweimal gestorben, der Suspekt. Also die Gegner kriegen den echt nicht unter Kontrolle hier. Und dabei ist es, wäre es eigentlich nicht so schwer gewesen. Entweder mit mehreren Piken und dann halt mit AWP oder was auch immer umbouncen oder halt einfach woanders lang gehen zu, ne? Also die sind jetzt zwar B gegangen, aber ein paar sind dennoch in der Mitte gestorben. Also hätte jetzt auch nicht sein müssen. Also dann hätte man jetzt einfach ihn umgehen müssen, alle zusammen. Einfach B gehen. Aber die Terrors holen jetzt die Runde. Der hat immer noch keine Ahnung, dass auf Short einer rumgelaufen ist, sein Gegner. Jetzt Enter Short ab, ist natürlich wieder weg. Jetzt kommen die über Jungle. Ich glaube, die Runde kann er nicht gewinnen. Und wenn doch. Oh. Es sieht aus, als würde er in die Wand gucken. Jetzt haben die ihn. Lol, er holt die Runde. Aber ja, ich weiß nicht, also ich glaube, das war einfach nur Zufall, oder? Dass er in die Wand geguckt hat, sozusagen, wo dahinter sich hier die. Ja, komm, schmeiß die AWP weg, damit der Mate noch länger braucht, die zu holen. Jetzt will der andere hier auch scouten. Block mich doch nicht, ich will hier Frags machen. Ah, siehst du, jetzt haben die den Kill, so die letzte Runde. Ich. Also das Einzige, was ich gerade irgendwie auffällig fand, was heißt auffällig, was man vielleicht als auffällig auslegen könnte, dass er, als er im Connector stand, dass er quasi direkt Richtung Döner geguckt hat, wo da die Gegner hingelaufen sind. Aber eigentlich kann man das ja auch hören. Also vom Connector bis zum Döner ist das echt nicht weit. Also man hätte das auch hören können. Deswegen für mich eigentlich nichts Auffälliges hier dabei. Also Griefing hätte man dem können, drücken können. Das war aber ein einziger Frag, glaube ich. Und na gut, ein paar Mal hat er die ja auch schon vorher angeschossen, die eigenen Mates. Aber ich glaube, ich unterstelle ihm da mal keine böse Absicht. Deswegen ist das hier mein Urteil. Und ich muss sagen, ich habe leider kein Key heute, weil ich kein Steam-Guthaben drauf habe gerade. Und ich muss, glaube ich, erstmal ein paar Sachen wieder verticken und dann geht es wieder los. Deswegen diese Runde, beziehungsweise in diesem Overwatch keine Kiste. Nächstes Mal wieder mit Case. Danke fürs Zuschauen, haut rein, bis denn.